Und ich als ehemalige Türkin, ich habe einen deutschen Pass, den habe ich ohne Schwierigkeiten bekommen. Ich habe keinen zweiten Pass. Ich habe nur einen deutschen. Und dieser Kuschelkurs, ach ja, man soll ihnen noch mehr Pässe geben, den zweiten Pass, noch Türken, sollen sie sich entscheiden. Wieso? Die sind hier geboren. Die sind seit 45 Jahren hier und können sich nicht entscheiden. Mhm. Das ist doch einfach nicht richtig. Und wenn ich das höre, ach ja, da wollte jemand einen Anrufer zum Islam bekehren. Wenn das Christen in der Türkei machen, die werden mal eben umgebracht. Da ist nicht die Toleranz, wie es hier ist. Also ich würde sagen, verstehe ich Sie richtig, Sie fordern auch etwas mehr Selbstbewusstsein von den Deutschen hier? Ja, natürlich, nein. Es ist einfach so, wenn ich das über die Jahre hin verfolge, ich habe in einem Frauenhaus, war ich als Dolmetscherin, habe ich da häufig übersetzt. Wenn ich dieses Elend da gesehen habe, der Frauen, dann sagt man immer, ach ja, die deutschen Frauen sind auch im Frauenhaus. Ja, die können Deutsch, die können sich selber wehren. Aber die jungen Türkin, die nach Deutschland zwangsverheiratet werden, die können sich nicht wehren. Die sind erstens mal nicht der Sprache mächtig. Die sitzen da wie ein Häufchen Elend, werden geschlagen und so weiter und sind hier den Schikanen ihrer Schwiegereltern ausgesetzt. Da kümmert sich keiner drum. Seit Jahren nicht. Passieren hier Ehrenmorde. Hat sich etwas verändert? Ich habe jetzt neulich noch in der Presse gelesen, dass wieder zwei junge Türkinnen von ihren Vätern umgebracht worden sind, weil sie die westliche Lebensart von ihren Töchtern nicht anerkennen wollen. Wissen Sie, wenn Ihnen diese westliche Lebensart nicht gepasst oder nicht gefällt, dann sollen Sie Ihren Koffer packen und wieder nach Anatolien zurückgehen. Ich würde ja ganz anders verfahren. Klare Regeln. Bitte schön, ihr seid hier eingewandert. Dann habt ihr bitte das zu beachten, was hier in diesem Land herrscht, diese Regeln und Paragraphen und so weiter. Denn meinem Vater wäre es nie eingefallen, mich von einem Schwimmunterricht fernzuhalten oder von einer Klassenfahrt. Wie sollen hier sich junge Frauen integrieren, wenn sie von allem ferngehalten werden, was die westliche Lebensart ihnen bietet? Dann kann das nicht gut gehen. Klare Worte. Herzlichen Dank, ja, für Ihren Anruf. Hedwig Wiedegreen am Telefon. Guten Morgen an Sie, Frau Wiedegreen. Guten Morgen. Mhm. Ja, also ich habe ganz anders. Also ich habe